Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18 und My GM. Ja, wir haben den ersten Teil des All-Star Weekends hinter uns. Jetzt fehlt noch der Dunk-Contest und das All-Star Game. Ganz kurzer Zwischenstand wegen meinen Tickets. Also, Ticket Nummer 1, die Karriere. Wenn ich Glück habe, ist das bald behoben. Ich muss jetzt meine ganzen Daten dort abgeben und etc. Was weiß ich, keine Ahnung, was die alles wissen wollten. Ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht noch meine Kreditkartennummer wissen wollen. Okay, es wird sich jetzt gerade eben drum gekümmert, Techniker weitergegeben. Ich habe jetzt sowieso mal die Online-Speicherung von PS Plus aktiviert. Und das Geilste ist, bei MyGM auf das Ticket kam nur die Nachricht, ja, probieren Sie doch erstmal diesen Schritt. Dann klicke ich auf den Link. Was ist der Schritt? Wir sollen den Cage lehren. Und wie lehrt man den auf der PlayStation, indem man sie neu startet? Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Jetzt habe ich ihnen zurückgeschrieben. Sehr geehrtes 2K-Team, wie Sie sich vielleicht denken können, bin ich schon selber auf den Gedanken gekommen, die PlayStation neu zu starten. Ne? Also, keine Ahnung. Bei der Antwort habe ich mir echt gedacht, jetzt geht's richtig los. Naja, okay. Also, Dunk Contest, Marquise Chris, Troy Williams, dann Hollis Jefferson und Daniel Theis. Ja, ich glaube, da ist klar, wen wir nehmen. Wir nehmen Theis an dieser Stelle. Den Deutschen, ne? Ich wurde übrigens letztens gefragt von irgendjemandem, ne, ob Theis Dirk Nowitzki 2.0 ist. Also ich meine, kann man ja mal stellen, die Frage. Ich habe ihm dann nur geantwortet, Theis ist nicht mal Dirk Nowitzki 20.0. The 2K Sports Pregame Show. All-Star Action is on the menu. De facto ist es so, Dirk ist Dirk. Es wird nicht nochmal einen Nowitzki geben. Genauso wie es nicht nochmal einen Magic Johnson geben wird. Oder ein Michael Jordan oder ein Larry Bird. Das sind Spielertypen, die haben die NBA nach vorne gebracht auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und so ist es halt auch nun mal bei Dirk Nowitzki. Theis muss seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen Spielstil. Der wird sich auch in den nächsten Jahren ganz sicher noch verändern. Theis ist jetzt in der NBA erstmal bei den Boston Celtics, muss sich dort erstmal beweisen, muss dort zu seinem Spiel finden. Und dann wird er sehen, was gut funktioniert für ihn. Und Dirk ist jetzt auch nicht gleich reingekommen, hat sich gedacht, oh ja, also mein Fade-Move, das wird jetzt mein absoluter Skill-Move, den haue ich jetzt vom ersten Tag an. Das hat sich bei Dirk ja auch entwickelt. Und dann irgendwann beschränkst du dich natürlich auf deine Stärken und weißt halt auch die Sachen, die du nicht ganz so gut kannst. So, Chris startet mit einem Spin over the glass reingepasst. Und dann, ja, sieht man jetzt, ja doch, von hier sieht man es jetzt. Ja, von der Animation her. Kein schlechter Dank, fehlt mir ein klein wenig das Spektakel, obwohl es doch mit einer Drehung war. Mal schauen, was Troy Williams so rausbastet. Tipp. And dann. Under the legs, wenn ich das richtig gesehen habe. Zack, geht hoch. Nein! Nein, 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 der ist vorne. Also ehrlich gesagt finde ich, dass dieser Dunk ein bisschen komisch aussieht. Ich kenne ihn zwar unterm Allerwertesten durch, aber so in der Form kenne ich ihn persönlich jetzt nicht. Na gut. Hollis Jefferson, was macht er? Rettet er einen raus oder nicht? Entschuldigung, aber habe ich das Gefühl, oder zuckt das Bild beim Dunken immer so ganz kurz? Ich weiß jetzt auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gerade bloß bei meiner Aufnahme. I don't know. Mal kurz gucken, läuft alles? Ja. Ja, nett. Ganz nett. Mehr aber auch nicht. Gut. Große Klappe. Hoffentlich auch irgendwas dahinter. Jetzt müssen wir natürlich beweisen, dass wir es besser können.
Fast and Furious. Ich fände es nach wie vor ganz cool, wenn wie so ein Ghost den Dank mal ganz kurz vorführen würde. Was, dann wüsste man halt, was mache ich eigentlich hier? Aber okay. Ja, Pass it across, one hand, spin it in. Keine Ahnung, ich mach jetzt einfach mal spin it in. Und zack. Und der sitzt auf jeden Fall. Auch wenn ich da ein klein wenig zu spät gedrückt habe. Jetzt kann ich mir selber nochmal anschauen. Ah. Jetzt auch nicht gerade das absolute Spektakel. Aber von der Ausführung her sah das auf jeden Fall ganz gut aus. Thijs mit seinem ersten Dank im Dank-Contest. Und wir bekommen 27 Punkte. Hey, danke. Nicht gleich so euphorisch. Die anderen bekommen für irgendwelche Larifari-Danks 40 plus und wir bekommen 27. Ja, kein Kommentar. Dann ist klar, der nächste Dank wird ein schwarzer von der Schwierigkeit her. Ja, also den kann man dann schon mal machen. Der ist schon mal nice. Im Gegensatz zum ersten. Ja. Die Schwierigkeit hier ist eigentlich wieder die Orientierung zum Korb zu finden, nachdem man ja dann doch kurzzeitig eher mit seinen Beinen und mit seinen Armen beschäftigt ist. Und dann muss man halt auch noch die richtige Höhe haben, um den Ball da wieder reinzustoppen. Dafür bekommt er dann 30. Sie haben nichts geändert am Dunk-System. Es ist nicht nachvollziehbar. Dieser zweite Dunk ist so viel besser als der erste und wird schlechter bewertet. Ich muss es nicht verstehen. Auch dieser Dunk viel, viel stärker als der erste. Richtig schön. Ich glaube, dass das mit die schwierigsten sind, den auf die andere Hand rüberzulegen und dann ja eigentlich mit dem Rücken zum Korb abzuschließen. Ne? Ich bin gespannt, was er für eine Wertung bekommt. Eine 40. Okay. Ja, dann mal schauen, was Hollis Jefferson noch so rausbrettert. Ja, auch der. Nice. Was natürlich auch beim Dunk-Contest immer so ein kleines Problem ist. Der Dunk wird halt umso spektakulärer der Spieler ist. Und wir haben jetzt halt nicht gerade die Größen wie ein LeBron James oder Griffin oder Zach LaVine, Damian Lillard, Westbrook. Keine Ahnung, warum solche nicht mal beim Dunk-Contest irgendwie mit dabei sind. Das, aber das ist eigentlich Jahr für Jahr so. So Double Spin, Tap and Go. Bei mir ist jetzt eigentlich alles egal. Gib mir den schwersten, weil nachdem ich für den ersten sowieso nur irgendwie Scheiße bekommen habe, kriegst du den zweiten halt jetzt. Ja, und den sammelt er voll daneben. Schade, ich habe eigentlich vom Gefühl her gedacht, ich habe richtig gedrückt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sogar relativ früh gedrückt eigentlich. Ja. Ich meine, er muss den Ball halt oben nehmen und sich dann drehen. Nein, der Dank gefällt mir nicht. Auch von der Schwierigkeit her. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist deine Meinung zu diesem Dank? Ich glaube, ganz ehrlich, jeder da draußen, der danken kann, von der Größe, von der Sprungkraft her, kann das auch. Wenn ich mich da hinstelle und dir den Ball hochhalte, kannst du das auch. Dafür bekommt er eine 40. Eine 40. Dafür bekommst du bei mir eine 20. Und diesen Dank haben wir vorhin schon mal gesehen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass man eine gewisse Höhe braucht, aber ja. So, Hollis Jefferson. Was macht er? Der vorherige Dunk 39. Und
Alter, wie hoch ist er da bitte gesprungen? Das sah auf jeden Fall ziemlich krass aus. Sehr, sehr hoher Absprung. Ja, also der war wirklich... Da war eigentlich eher die Höhe krass, als der Dunk an sich, weil er da wahnsinnig hoch springt. So. Ja, wir können jetzt natürlich nochmal alles raushauen, weil dadurch, dass wir den zweiten sowieso vergeigt haben. Ich verstehe auch nicht, warum sich dieses System nicht irgendwie mal anpassen. Keine Ahnung. I don't know. Irgendwie eine Tastenkombination oder sowas. Damit könnte ich eher was anfangen als hier wie beim Golfen. Ne? Und es ist wie beim Golfen. Ne? So ein bisschen wie Mario Golf da. Das erste. Das ist aber sehr. Und der sitzt. Ich habe ihn ehrlich gesagt jetzt gar nicht gescheit gesehen, weil ich mich natürlich auf unten konzentrieren muss. Ist auf jeden Fall der stärkste Dunk. Ist der stärkste Dunk heute Abend, auch wenn wir nicht gewinnen sollten. Ne? Come on, guys. Wenn ich jetzt nicht die 50 kriege, dann weiß ich auch nicht. Gib mir die 50. 38. Schmeiß mir den Dunk-Contest in den Müll, oder? Einfach nur, der Titel wird lauten, Dunk-Contest in den Müll, mit einem Mülleimer und irgendwie einen Korb, weil was anderes ist es nicht. Für diesen Dunk eine 38 zu bekommen, ist so eine Frechheit, dass ich gerade echt an die Decke gehen könnte. Ey. Nee. Ey, sei mir nicht böse, aber das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur noch lächerlich. Ja, was soll ich dazu bitte sagen? Es ist einfach nur... Keine Ahnung, ey, das... Jetzt, ich bin echt mal gespannt. Vielleicht bin ich auch nicht objektiv, auch wenn ich behaupte, ich kann schon ganz gut einschätzen, ob ein Dunk, egal ob ich den jetzt selber gemacht habe oder nicht, ob der geil ist oder nicht. Und ich bitte euch, dieser letzte Dunk. Ich bin gespannt, was du schreibst zu den Dunks. Schlechtester Dunk, bester Dunk. Troy Williams überzeugt im Slam Dunk Contest und holt sich die Krone. Das hat mich definitiv an die Hashtag Winsanity Era erinnert. Herzlichen Glückwunsch, Troy Williams, Dunk Contest Champion. Und jetzt geht's mit Vollgas in die zweite Saisonhälfte, in der du kein Spiel spielen wirst. Woo! Und der Dank zu Groll, gute Show von allen Beteiligten. Aber alle wissen, dass es nur einen Champion gibt. Mich, Hashtag Dankmeister. Ey, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Manchmal glaube ich, ich bin irgendwie im falschen Film. Gut, Guys, das war's. Mit dem Dunk-Contest in der nächsten Folge gibt es dann das All-Star-Game. Da freue ich mich drauf. Wir werden schauen, wie wir das Ganze gestalten. Werden aber, denke ich, da schon ein Weilchen zocken. Vielleicht machen wir da eine komplette Folge draus. Es sind einfach Superstars, mit denen man geil zocken kann. Deswegen lassen wir das Ganze einfach auf uns zukommen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen da. Ansonsten in die Kommentare bitte ehrlich deine Meinung zu den unterschiedlichen Dunks und der Bewertung. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.